Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Die, die mich hassen, sagen immer, Tonya, erzähl die Wahrheit. Tonya, wie fühlen Sie? Sowas wie die Wahrheit gibt es nicht. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Ich war die beste Eiskunstläuferin der Welt für eine gewisse Zeit. Nennst du das Eiskunstlaufen, verdammte Scheiße? Fluchen Sie nicht vor den Kindern. Ich hab nicht geflucht, du. Und schon Wir wollen eine gesunde amerikanische Familie sehen. Ich habe aber keine gesunde amerikanische Familie. Du bist gelaufen wie eine unbeholfene Kampflesbe. Ich habe mich geschämt. Mein ganzes Leben lang hatte man mir gesagt, dass ich es zu nichts bringen würde. Und wissen Sie was? Vielleicht lagen die alle falsch. 4,8. Wieso bekomme ich hier keine faire Chance? Wir beurteilen auch die Präsentation. Leck meinen A. Wir müssen faire Wettbewerbsbedingungen schaffen. Ich kenne da einen. Ich durfte nicht mal seinen Namen sagen. Derek. Die Presse wollte mich als ein Stück Scheiße darstellen. Das habe ich nie gemacht. Was ist überhaupt los? Wir sind vom FBI. Jan, was? Was können Sie uns über Tonya Harding sagen? Ich kenne keinen Tony Harding. Sind Sie nicht Ihr Bodyguard? Als ich ein Kind war, hast du mich da je geliebt? Ich hab dich zum Star gemacht, obwohl ich wusste, dass du mich hassen würdest. So ein Opfer bringt nur eine Mutter. Flucht hast du mich. Amerika. Sie wollen jemanden, den sie lieben können. Aber sie wollen auch jemanden, den sie hassen können. Ich meine, ich bitte Sie. Was für ein Freak zertrümmert denn die Kniescheibe seiner Freundin, echt jetzt? Wer tut einer Freundin sowas an? Hör auf damit. Nummer 4. Deborah Winger is Emma Greenway Horton. I got some good news. What's that? I'm unofficially pregnant. If you're not happy for me, I'm gonna get so mad if you're not happy. Shirley MacLaine is Aurora Greenway, her mother. Why should I? Why should I be happy about being a grandmother? Jack Nicholson is former astronaut Garrett Breedlove. Wind in the hair, leg! I am not enjoying this. And they are all coming to terms. What is it, Mama? You are not special enough to overcome a bad marriage. Listen to her. She's going crazy. Emma, your mother boycotted your wedding. She hates your husband. And she only holds you in medium esteem. Oh, Mama, that's the first time I stopped hugging first. How is your life going to get better if you keep having children with that man? What miracle is going to come along to rescue you? Wait over by the car, honey. No, come on. Wait over by the car, honey. But I want... Wait over by the car, honey. Now! 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 Nice boys. You're great with him, too. I don't really think he wants to have anything more to do with me. Is it because you wouldn't go to bed with him? On a first date, Emma? It's hardly a first date, Mother. I mean, you've been living 10 feet away from him for 15 years. Why don't you talk about the real reason? I don't know what you mean. Because it's been about that long since you've done it.
was doing laps when you called. Lucky for us. Only did 8. This affair is gonna kill me. Relax, baby. No, it's gonna be great. Who do you think you're talking to like this? Don't you realize I'm a grandmother? It's so strange that relatively late in life, I found that sex is so. Hello. Hello, Flat? Yes. Have you heard anything? No. And Emma hasn't called you either, then, huh? No. Let me know if you hear. And if you talk to Emma, don't sound as frightened as you do. I don't sound frightened. Deborah Winger. Shirley MacLaine. No. You're going to meet Emma in the church. No outsiders. Jack Nicholson. Please call him. Yeah. Em. This is Garrett. Oh! The one. Pleasure to meet you. I've heard so much about you. Yes, well, your mother's really been looking forward to this, too. So, go ahead. Anything wrong, Garrett? No. I'll be over later. They're probably tired anyway and will get to sleep early, and I'd like to get to bed early. Grandma! Bye-bye. Terms of endearment. Nummer 3. It's a little bit poofier than I would normally do, but I'm nervous. Louise had never done a religious thing in her life. Now that is not true. When I was in school, a bunch of my friends and I would dress up as nuns and go bar hopping. You know what they say? That which does not kill us makes us stronger. Well, I must have missed the passage in Emily Post that said all abuse is heaped on the mother of the bride. There's so much static electricity in this room, I pick up everything with boys and money. Somebody always said, if you can't say anything nice about anybody, come sit by Mary. Pink is my signature color. The only reason people are nice to me is because I have more money than God. Now, I'm not about to open a new can of worms. Clary, you know I'd rather walk on my lips than to criticize anybody. I don't know whether to scratch his watch or wind his butt. I thought Sammy wouldn't mind you reading the Bible in bed as long as you were wearing something inspirational. Yuck. Not a bad Christian thing to do. And now you gotta lighten up. Nummer 2. It's the night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there. Even Carrie White, the girl no one likes. We're all sorry about this incident, Cassie. It's Carrie! And everyone makes fun of her. Pray, Carrie! The girl who lives in that creepy house with her crazy mother. No! Help the sinning woman see the sin of her days and ways. Show her that if she had remained sinless, the curse of blood would never have come on her. The girl with the strange power. If I concentrate hard enough, I can move things. But tonight, no one will laugh at Carrie. If you don't have a date for the prom next Friday, would you like to go with me? She's with the best-looking boy in the senior class. He's trying to trick me again. She'll be voted queen of the prom. You know, I can make sure that you don't hurt Carrie White anymore. For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare.
Carrie. A new film by Brian De Palma. Based on the chilling bestseller. Starring Sissy Spacek, Piper Laurie, and introducing John Travolta in his first motion picture role. If you have a taste for terror, you have a date with Carrie. Nummer 1. Ich hasse Kalifornien. Ich will an die Ostküste. Ich will dorthin, wo Kultur ist. Warum ist meine Tochter bloß so ein Snob? Connecticut oder New Hampshire. Was Schriftsteller für ihr werden? Eigentlich auf diese Unis schaffen. Mom. Du solltest auf City College gehen. Bei deiner Arbeitsanstellung würde ich sagen City College und dann in den Knast. Und dann wieder auf City College. Vielleicht reißt du dich danach mal zusammen und erwartest nicht immer, dass andere alles für dich... Lady Bird, ist das dein Taufname? Ja. Warum steht der in Anführungszeichen? Ich habe ihn mir ausgesucht. Der Name wurde mir von mir gegeben. Lady Bird sagt immer, dass sie neben der Bahn lebt. Ich habe gedacht, das sei eine Metapher. Dabei gibt's da tatsächlich eine richtige Bahnstrecke. Weißt du, machst es echt abgefahren. Ziemlich anarcho. Leg das Heft wieder zurück! Sie hat ein großes Herz, deine Mom. Sie ist lieb, aber sie macht einem auch irgendwie Angst. Wie soll das gehen, Angst machen und lieb sein? Bei deiner Mom zum Beispiel geht's. Also katholische Hochschulen sind für sie gar nicht interessant. Überhaupt nicht. Ich will eine Uni wie Yale, aber nicht Yale, weil ich da wahrscheinlich nicht reinkomme. Da kommen sie mit Sicherheit nicht rein. Hast mich, Mom? Wenn du müde bist, setz dich. Ich bin nicht müde. Du schluchst aber. Du gehst deinem so auf die Nerven. Schrei bitte nicht. Ich schreie nicht. Oh, ja. Das ist perfekt. Gefällt's dir? Ihr habt beide so starke Persönlichkeiten. Wann ist das normale Alter für Sex? Du hast Sex? Ich bin bereit. Ich wollte nur, dass es besonders ist. Warum? Du wirst noch so oft einen besonderen Sex im Leben haben. Wir haben Angst davor, unserer Vergangenheit niemals zu entkommen. Was wir dir auch geben, es ist nie genug. Es ist niemals genug. Es ist genug. Wir haben Angst vor dem, was die Zukunft bringt. Wir haben Angst, dass niemand uns liebt. Du musst bei allem, was du tust, im Mittelpunkt stehen. Dass niemand uns mag. Ja, und weißt du was? Die Titten von deiner Mom sind total plastisch. Das war eine falsche Entscheidung mit 19. Zwei falsche Entscheidungen. Und dass wir scheitern könnten. Ich wünsche mir für dich, dass du die allerbeste Version von dir selbst werden kannst. Und was, wenn das die beste Version ist? Ich würde wirklich gern bei einer Mathe-Olympiade antreten. Aber in Mathe bist du nicht unbedingt die Stärkste. Nur nach jetzigem Stand. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.